Hallo Leute, in diesem Video erzähle ich dir die Geschichte eines kleinen Mädchens, das einen geheimen Raum findet und dabei etwas Unglaubliches entdeckt. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Geheime Räume und verborgene Schätze kennen die meisten von uns nur aus Abenteuerromanen, doch für dieses Mädchen aus England ist dies Wirklichkeit geworden. Als ihr Vater erfuhr, dass seine Frau schwanger war, fasste er einen Plan. Er begann sofort mit den Vorbereitungen. Doch anstatt nur neue Möbel und unzählige Kuscheltiere zu kaufen, verfolgte er einen Plan, auf dessen Erfüllung er ganze 6 Jahre warten musste. Dass sich das Warten gelohnt hat, steht beim Anblick dieses Videos jedoch außer Frage. Bis zu diesem Tag war seine Tochter völlig ahnungslos, doch dann entschieden sich seine Eltern, den Plan endlich in die Tat umzusetzen und ihrer Tochter die Überraschung zu schenken, die sie vor Jahren vorbereitet hatten. Sie gaben ihrer Tochter die Aufgabe, die alte Sitzbank zu reinigen. Das Mädchen machte sich sofort an die Aufgabe und räumte eine Sache nach der anderen aus der Sitzbank. Währenddessen schalteten ihre Eltern heimlich eine Kamera an, um den Moment auf ewig festhalten zu können. Als die Sitzbank schon fast leer war, stieß das Mädchen endlich auf den ersten Hinweis, eine alte, vergilbte Schatzkarte. Das Mädchen konnte ihren Augen kaum glauben. Strahlend vor Glück bat sie ihren Vater um Hilfe. Gemeinsam fanden sie heraus, dass die Karte in der Tat eine Karte ihres eigenen Hauses war. Die Schatzsuche konnte beginnen. Nach und nach bahnten sie sich ihren Weg durch das Haus, bis sie schließlich im Zimmer des Mädchens standen. Der Schatz musste irgendwo hier sein, doch wo? Im Zimmer des Mädchens konnte man nichts Offensichtliches erkennen. Doch eins war merkwürdig. Das Zimmer des Mädchens schien auf der Karte viel größer als in Realität. War der Schatz etwa hinter der Wand versteckt? Gemeinsam begannen sie die Wand abzuklopfen und tatsächlich an einer Stelle schien tatsächlich ein Hohlraum zu sein. Mit dem richtigen Werkzeug sägte ihr Vater ein Loch in die Wand, während das Mädchen ihre Aufregung kaum verbergen konnte. Die Öffnung wurde gerade groß genug für das Mädchen. Langsam tritt das kleine Mädchen hindurch und tatsächlich hinter der Wand ihres Zimmers verbirgt sich ein weiterer Raum. Das Mädchen kann es kaum glauben, wie konnte sie nichts von diesem Raum gewusst haben? Doch damit nicht genug. Auf dem Boden des Raumes entdeckte das Mädchen eine kleine Truhe. Bedächtig öffnet sie den Deckel und kann ihr Glück kaum fassen. In der kleinen Truhe befinden sich alte Münzen, Juwelen und Ketten. Die Freude des Mädchens ist nicht mehr zu bremsen. Jubelnd springt sie durch ihr Zimmer und zeigt ihren Eltern begeistert ihre neu gefundenen Schätze. Beim Anblick seiner Tochter bringt der Vater es nicht übers Herz, seiner Tochter zu erzählen, dass er hinter allem steckt und diesen Moment, seitdem sie im Bauch ihrer Mutter war, vorbereitet hatte. Doch das ist in diesem Moment gar nicht wichtig. Das Mädchen durfte gerade ihr eigenes Märchen erleben und wie ein Held aus einem Abenteuerroman einen verborgenen Schatz finden. Vergessen wird das Mädchen diesen Tag mit Sicherheit nie. Der Plan des Vaters hat funktioniert. Er hat seiner Tochter ein unvergessliches Erlebnis geschenkt. Wie sieht's bei dir aus? Was war das Überraschendste oder Schönste, was deine Eltern dir je geschenkt haben? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.